Hey ho und herzlich willkommen zu einem weiteren Pferdekauf-Video von mir. Diesmal im Hintergrund mit meinem lieben Ventilator. Ich hoffe, man hört ihn nicht. Aber ohne halte ich es in diesem Zimmer nicht aus und kann nicht aufnehmen. Wir stehen heute hier wieder bei Jaspers alter Hütte. Letzte Woche haben wir uns ja das Umbra gekauft. Diese Woche werden wir uns das Aljahr kaufen. Ich glaube, es ist noch, diese beiden sind noch eine Woche drin. Also, wenn ihr die beiden noch haben wollt, holt sie euch. Entweder noch eine ganze Woche oder nur noch bis Mittwoch. Eins von beiden, ich weiß es nicht genau. So, wir werden uns heute auf jeden Fall das Aljahr kaufen, so wie, und den kleinen Fuchs dazu auch. So. Das Aljahr kommt mit einem Rassebonus von Stärke plus 3, Disziplin plus 2, Geschwindigkeit plus 0 und Ausdauer plus 0, sowie Agilität plus 2. Man kann es ab Level 1 kaufen und kostet 950 Starcoins. Jorviks Mondzyklen sind ein Mysterium. Doch wenn in besonderen Nächten ein Vollmond sein Licht auf das Land wirft, lockt der strahlende Glanz ein anmutiges Pferd hervor, das Aljahr genannt wird. Guck mal, die haben hier einen Schreibfehler drin. Da einmal YL und da einmal LY. Aljahr sind von Natur aus Einzelgänger und in der ungezähmten Wildnis des nördlichen Jorvik zu Hause, wo sich die prächtigen Nordlichter in unzähligen lila, rosa und blautönen am Himmel verwiegen und an das magische Fell der Aljahr erinnert. Obwohl normalerweise eher scheu, verspüren Aljahr einen beinahe übertriebenen, starken Schützerinstinkt gegenüber Menschen und Tieren, denen sie sich verbunden fühlen. Falls du dich dazu entschließt, diese unerschütterliche Schönheit mit nach Hause zu nehmen, solltest du auf ein gewisses Maß an Eifersucht in deinem Stall gefasst machen. Jorviksche Legenden behaupten, dass einst ein magisches Pferd auf einem Ring aus dem Licht des Mondes aus Licht den Mond umkreisten und über die Menschen von Jorvik wachte, bis es eines Tages auf die Erde niederfuhr, um einen lieben Freund zu retten, in die Feuer des Galar-Vulkans gefallen war. Es heißt, dass die Aljahr, die Jorvik durchstreifen, Nachfahren dieses mystischen Wesens sind und immer noch nach ihrem verlorenen Freund suchen. Aljahr reiten sich genau wie Andalusier, mit denen sie verwandt sind. Ja, genau. Das hier stimmt leider alles nicht mehr. Das liegt, Star Stable hat das ja rausgenommen, dass die magischen Pferde sich nur noch an unbewohnten Orten verwandeln. Das kann man ja jetzt selber steuern. Aber sie haben die Texte noch nicht überarbeitet. Was ja auch nicht schlimm ist. Nur ich lese es dann halt jetzt nicht mehr vor. Wir kaufen uns den, die das hübsche, ich weiß noch nicht, ob es Hengst oder Stute wird. Ich habe auch ehrlich gesagt noch keinen Namen. Ich weiß es. Ich weiß noch gar nichts von diesem Pferd. Ich gucke einfach mal so ein bisschen. Legend ist cool, gell? Ich hätte ja gerne was mit Moon oder mit Silber oder so. Gibt's überhaupt Silber? Weiß ich gar nicht. Ich habe jetzt einen Namen, der mir eigentlich ganz gut gefällt. Und zwar Silverstar. Mein silberner Stern. Ich glaube, vom Namen her wird es dann eher ein Hengst. Aber okay, dann kaufen wir den oder die Süße mal. Das werde ich später noch entscheiden. Ich muss mir den gleich erstmal im Stall angucken. Glückwunsch zu deinem neuen Pferd. Yay! Oh, freue ich mich. So, jetzt kaufen wir uns noch den süßen kleinen Fuchs dazu. Viel Glück mit deinem neuen Pferd. Dankeschön. Mondlicht, Magiefuchs. Dieser feenhafte Fuchs wird von allen Dingen angezogen, die glänzen und schimmern. Der Legende nach erschien er als eine aus dem Licht geborene Kraft aus dem Mondschein. Als das magische Aljahr nach Jorvik hinabstieg, um seinen Freund zu retten. So. Meine Starcoins. Ah, mein Herz blutet. Hedwig, du gehst wieder rein. Ja. Ich werde mir jetzt den Süßen im Stall angucken, werde mir ein Outfit zusammensuchen, dann treffen und später um die Gangarten uns anzusehen. Bis gleich. So, ich stehe hier jetzt auf Hughs alter Koppel.
In Epona, weil ich finde irgendwie, dass der Ort gerade sehr gut zu ihm passt. Ich hoffe wirklich, man hört den Ventilator nicht so laut. Der hört sich so laut an. Naja. Wenn, dann tut's mir leid, dann lege ich ein bisschen Musik drunter, mache meine Stimme einfach lauter. Er ist bei mir ein Er geworden. Ich finde, er sieht sehr hängstig aus. Sehr stolz, finde ich. Ich finde ihn wirklich zauberhaft. Ihr seht, ich habe ihm auch kein Sattelzeug gegeben, weil ich einfach finde, dass dieses Muster hier, das ist einfach viel zu schön, um verdeckt zu werden. Also rein vom Aussehen der normalen Form finde ich schön, finde ich wunderschön. Ich liebe ja sowieso Apfelschimmel, ich liebe graue Pferde, ich finde diese Äpfelung einfach total toll. Ich bin da mega der Fan von. Ich mag auch, dass es hier unten Richtung Beine dunkler wird, dass es schwarz wird, das ist richtig schön. Auch, dass er hier so ein leichtes Abzeichen hat, finde ich auch total toll. Ich finde die Abzeichen im Gesicht sehr schön, sehr mystisch. Ich finde hier das. Das erinnert mich so ein bisschen an V. Das Einzige, was mir bei ihm nicht so gefällt, ist dieser eingeflochtene Schopf. Die Mähne an sich finde ich in Ordnung. Aber dieser eingeflochtene Schopf gefällt mir so gar nicht. So. Und die Form hier finde ich mega. Ich bin total verliebt. Ich finde allerdings, dass er so ein bisschen nach einem Eispferd aussieht. Seine Farbe ist ja den Nordlichtern nachempfunden. Und ich finde gerade hier unten der Schweif, der sieht sehr nach Eis aus. Aber ich finde die Form einfach toll. Hier stört mich der Schopf zwar auch, aber es ist jetzt nicht so tragisch. Ich finde das total toll, dass sich diese Abzeichen hier unten sehr schön von diesem Schwarz-Blau abheben und so richtig leuchten. Finde ich wunderschön. Ich mag auch seine Augen unwahrscheinlich gerne. Ja. Ja, der Schweif finde ich auch hübsch. Es geht. Ich finde es nicht so schlimm, dass er hier oben eingeflochten ist. Ich finde, das sieht noch ganz hübsch aus. Ich persönlich bin halt nicht so der Fan davon. Aber es ist in Ordnung. Es ist vollkommen in Ordnung. So. Ich habe ihm, wie gesagt, kein Sattelzeug gegeben, weil ich einfach fand, dass diese Musterung ist es wert, gesehen zu werden. Komplett ohne Sattelzeug und ihr habt ja auch gesehen, das Thumbnail ist auch ohne mich drauf, weil ich einfach finde, dass dieses Pferd alleine schon so viel zu bieten hat, dass ich das nicht mit mir verunstalten will, quasi. Also ich bin wirklich sehr froh darüber, dass ich die beiden jetzt hab. Und ja, achso, den Fuchs wollte ich euch noch zeigen. Ich habe jetzt natürlich keine Satteltasche, deswegen kann ich ihn euch nur so zeigen. Aber ich finde den total niedlich. Kann ich den trau? Nein, kann ich nicht. Ich kann den nicht raus tun. Ich finde den sehr schön. Richtig schön finde ich den kleinen Fuchs. Ich finde den total toll. Der hat auch eine schöne Musterung. Die kann ich euch so besser zeigen, glaube ich. Finde ich toll. Meine Starcoins haben jetzt natürlich sehr darunter gelitten, dass ich die beiden gekauft habe, weil die Pferde sind für den Preis in Ordnung. Die 950 Starcoins sind für die Pferde absolut in Ordnung. Aber die 450 für die Haustiere finde ich ehrlich gesagt Wucher, weil es sind nur Haustiere, die laufen nur nebenher und die haben den Preis von einem Pferd. Also für die beiden Haustiere hätte ich mir locker ein Pferd kaufen können. Da hätte ich mir sogar zwei Pferde kaufen können, wenn ich auf die alten Generationen zurückgreife. Deswegen, also 450 Starcoins für die Haustiere sind schon sehr happig, Star Stable. Das ist schon krass. Wären die Tiere dauerhaft im Spiel, würde ich sie mir auch nicht kaufen, da sie jetzt leider nur so erwerbbar sind mit den Pferden zusammen, beziehungsweise man muss sie ja nicht kaufen, aber das ist wie bei dem Solas und dem Dorsha. Da habe ich mir auch die beiden Tiere gekauft, auch wenn ich die pinke Möwe ziemlich hässlich fand. Aber es gehört halt für mich dazu, da ich diese Sammelleidenschaft habe und es gehört für mich dann einfach dazu, auch die Haustiere, die zu diesen Pferden gehören, dazu zu holen.
Ich habe ja auch die Kaninchen von dem Petra und dem, boah, wie hieß das nochmal? Enries oder so? Keine Ahnung. Die habe ich mir ja auch geholt. Wie hieß das? Erinys, genau, von meiner Twilight Sparkle. Habe ich mir ja auch die Pferde zugeholt. Ich werde mir auch, wenn jetzt die Halloween-Pferde wieder reinkommen, die passenden Haustiere dazu holen, weil ich das. Ich finde halt einfach, wenn du schon am Sammeln bist und du halt wirklich das hast, okay, du willst dir die Pferde holen und dann gehört es für mich einfach dazu, dir auch die Haustiere dazu zu holen. Und ja, meine Starcoins haben jetzt sonderlich stark darunter gelitten. Das waren jetzt immerhin 900 Starcoins, die ich da rausgehauen habe, nur für diese blöden Haustiere. Also fast so viel, wie ein Pferd davon gekostet hat. Aber ich habe die Tiere jetzt und brauchst du mir nicht nochmal zu holen. Und was ist, wenn Umbra und Alia tatsächlich nicht mehr reinkommen würden, was ich zwar nicht glaube, aber es ist ja immer alles möglich. Dann habe ich immerhin die Haustiere. Weil ich halt finde, es gehört dazu. Es macht halt jeder anders. Für mich gehört es einfach dazu, dass ich dann auch die Haustiere dazu kaufe. Auch wenn sie dann so teuer sind und ich mich darüber beschwere. Ich meine, Star Stable ist das sowieso egal, solange die Geld bekommen. Naja. Ich zeige euch jetzt die Animation, natürlich wieder unkommentiert. Danach zeige ich euch erzähle ich euch mein Fazit. Zum Friseur geht's ja leider nicht, weil mit den magischen Pferden kann man nicht zum Friseur. Übrigens, ich hatte es zwar schon beim Umbra gesagt, aber das Aljahr und das Umbra kamen erstmalig im März 2020 raus. Jetzt zeige ich euch aber die Animation von diesem wunderhübschen Pferd. Viel Spaß! Das waren die Animationen vom Alja. Ich habe an den Animationen so nichts zu meckern. Das Einzige, was mir halt ein bisschen auf die Nerven geht, beziehungsweise nicht so gefällt, ist halt dieses ruckartige Runtergehen. Die teilen sich die Animationen mit dem Andalusier der dritten Generation. Das mag ich auch beim Andalusier nicht, aber es ist okay. Es ist okay. Ich kann damit leben. Es ist zwar nur nicht so toll, dass sie halt so ruckartig runtergehen, weil ich finde, der Andalusier ist ein Dressurpferd und ich finde, dass so ein Dressurpferd schon elegant sein sollte. Und dieses ruckartige Runtergehen wirkt auf mich nicht so elegant, aber mein Gott, gibt Schlimmeres. Was noch? Achso, das habe ich beim Umbra vergessen.
Das Reitgefühl auf dem Andalusier, beziehungsweise halt auf diesem Modell, finde ich sehr in Ordnung. Das ist eigentlich top. Ich habe bereits einen Andalusier, mein Tiny Mountain. Der steht auch schon ewig ausgelevelt im Stall rum, beziehungsweise ist auf der Weide. Und wie gesagt, ich finde das Reitgefühl auf dem Andalusier eigentlich sehr schön. Ich finde, er ist schon sehr elegant. Ich glaube, das war hier beim Schritt. Sieht so ein bisschen aus, als würde er hinken. Aber, oh mein Gott. Ich finde es wirklich schön. Also, ich habe nichts zu meckern. Ich habe jetzt schon wieder eine halbe Stunde aufgenommen. Ich frage mich immer, warum ich so lange aufnehme. Was wird denn auch nicht aus den Videos am Ende? Das sind doch dann nur 10 Minuten oder so und ich nehme immer eine halbe Stunde dafür auf. Naja, egal. Wenn ihr euch das Alia oder das Umbra holen wollt, dann holt es euch noch. Es ist nicht mehr lange da und ich weiß nicht, wann es das nächste Mal wiederkommt. Also wenn ihr noch überlegt, es zu holen und ihr findet die Animation etc. gut und ihr habt die Starcoins dafür, dann holt es euch, solange es noch da ist. So. Das war's aber, glaube ich, von meiner Seite aus. Ja, zum Friseur gehen können wir ja nicht, deswegen. Ja. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!